Mizi, 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 komm mal her. Komm mal her. Jo, das ist die kleine Mizi und das ist die Mama beim Fressen. Hallo Freunde. Jo, ich bin heute etwas verschnupft, etwas stark sogar verschnupft. Der Kollege Kameramann ist auch nicht am Start, der hat zu tun. Er wird hoffentlich das Video soweit bearbeiten, damit das Geschnaufel nicht zu hören ist. Das Video muss jetzt aber raus. Nummer 1. Beschwerde erstmal. Bevor das losgeht, braucht man natürlich immer erstmal einen Tee, weil ihr wisst ja, ich habe Hals. Und das ist mit einem Tässchen, Teechen dazu, der den Nieren schont und fürs Wohlbefinden sorgt, geht das Video auch viel besser. So, ich habe etwas gekauft und zwar Solarleuchten. Ich zeige euch doch gleich mal die Problematik. Red mal drüber. Ich finde die Dinger super. Also ich habe seit 2 Jahren eigentlich in meinen Augen dasselbe Fabrikat gekauft beim Netto im Gebrauch und muss sagen, die Akkus halten durch, obwohl die Sonnenlage nicht optimal ist und sie machen das, was sie sollen. Tagsüber laden. Nachts wird ein bisschen angeleuchtet und wenn sich was bewegt, stark geleuchtet. Ganz einfach erklärt. Ich hoffe, ihr habt nichts falsch gesagt. Wir schauen uns die Sachlage mal an. Ich bin heute auch nur so im Freizeit-Garten-Outfit unterwegs, weil das Video muss jetzt raus und den muss ich mich ein bisschen hinhauen. Okay, weiter geht's. Ja, das ist die andere Mizi. Ach Mann, ich hab doch Futter hingestellt, Mizi. So, da oben befinden sich jetzt diese Leuchten an der Hauswand. Machen jetzt gerade eben ja nichts, ist normal. Und ich sagte deswegen nicht ganz optimal, wegen dem Dachüberstand. So, aber sie funktionieren und kann ich auch gar nicht meckern. So, da sieht man sie. No? Und jetzt kommen wir auch gleich zum Thema. Wir schauen uns mal die Befestigung an. Eine Schraube oben in der Mitte reicht vollkommen aus. Und sie liegen schön plan an der Hauswand an. So, hier jetzt die neue Ausführung. Oh. So, wieder auf Standard. Ui, Fokus. 1, 2, 1, 2. So, wird diesmal mittels 2 Schrauben oben befestigt. Und dann sehen wir gleich die Problematik da hinten. So, wenn man die Schrauben nämlich ordentlich anzwirbelt, wie man ja hoffentlich denkt, steht dieses ganze Teil von der Hauswand ab. Seltsam, oder? Ich weiß nicht, ob das ein Konstruktionsfehler ist oder... Ach, naja, Leute, ihr wisst Bescheid. Irgendwie, wir entwickeln uns auch nicht voraus, linear in die Zukunft hinein. Wir gehen immer einen Schritt zurück. Also die anderen sind von der Machart genau dieselben und auch von der Funktion. Aber über die Funktion kann ich auch noch gar nichts sagen. Wir werden sie heute Abend testen, aber die Montage ist jedenfalls schon negativ. Aber es hat sich ja locker easy anschrauben lassen, überhaupt kein Problem. So, nochmal ein Blick über das Riesengrundstück, was ich vielleicht noch 1, 2 Jahre bewohnen werde. Mal schauen, wie sich die Sachlage hier entwickelt. So, weiter geht's mit dem lustigen Video, Freunde. Also wie gesagt, wenn die Funktionsweise und die Haltbarkeit, also die hängen ja seit über 2 Jahren draußen in der Kälte im Winter und funktionieren immer noch gut. Wenn das genauso bleibt, bin ich damit zufrieden. Die Befestigung mit den abstehenden, naja, der hätte wahrscheinlich eine Schraube oben hingehört und eine unten. Egal, was soll ich mich darüber auslassen? Automatisches Einschalten durch Dämmerungssensor. Dimmerlicht bei Nacht, 20 Lumen. Und bei Bewegung 15 Sekunden auf 100% High-Power-Licht mit 270 Lumen. Der Einbrecher wird geblendet werden. Er wird geröstet im Laserlicht. So, 20 kaltweiße SMD-LEDs bis zu 8 Stunden Lebensdauer, Leuchtdauer nach dem vollständigen Aufladen. 3 bis 5 Meter Distanz, okay.
Hochwertiger Kunststoff, okay. Mizi, du musst jetzt mal kurz gehen, Papa muss arbeiten. Mensch, sonst gucken die Leute nur auf die Katze und nicht auf mich. Bewegungsmelder, okay. Erfassungswinkel 100 Grad, Abstrahlwinkel 120 Grad. Mei. Stabile wetterfeste Schutzart IP44, inklusive Akkus eingebaut. Genau, das ist ein ziemlich großer. 2000 mA. Okay. Okay, damit ist alles gesagt, Freunde.